Ja, moin, liebe Bastelfreunde. In diesem Video bauen wir einen Bootswagen für einen Kanadier. Ja, und da habe ich schon ein Reifenset mir besorgt, so Schubkarrenreifen oder für einen Bollerwagen. Und da werde ich mir jetzt eine Konstruktion ausdenken, die man zusammenstecken kann und verspannen kann mit dem Kanu. So dass man es immer dabei haben kann. 20er Innendurchmesser. Da sind schon Rollen drin, die muss ich irgendwie aufnehmen. Ich habe schon geguckt, eine Hülse habe ich nicht, dann werde ich mir das erstmal aus Holz herstellen. Mal gucken, wie lange das so hält. Der innere Abstand sind 75. Und ich werde das, glaube ich, aus Siebdruck machen. Ja, ich weiß, was ich mache. Ihr habt wahrscheinlich nichts erkannt, aber egal. Auf geht's. So, hier habe ich zwei Siebstück Plattenreststücke. Die klebe ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband aufeinander. Maß sind 90. Thank you.
bisschen alte Isomattenweste gefunden. Ein bisschen passen. Ja, bevor es an den Draußentest geht, möchte ich nur mal kurz erläutern, wie ich mir das hier gedacht habe. Ich habe also hier einen Spannriemen, mit dem ich die Elemente zusammenspannen kann und auch wieder relativ schnell lösen kann. So, die Seitenteile kann ich ganz einfach herausnehmen. Die sind einfach nur per Dübel reingesteckt und jetzt kann ich das platzsparend im Boot unterbringen oder im Auto oder sonst wo und bei Bedarf zusammenbauen. So, dann bauen wir es nochmal zusammen. Dazu stecke ich die Seitenteile einfach wieder zusammen und verspanne das dann außenrum einfach mit dem Spannriemen. So, fürs Umtragen ist das ausreichend stabil. Und wofür das noch gedacht ist, zeige ich euch jetzt. Ich habe tatsächlich noch einen Fahrradanhänger gebaut. Und dazu habe ich nur eine kurze Deichsel, die am Fahrrad befestigt ist. Aber so lässt es sich per Fahrrad auch wunderbar zum See ziehen. Und wir können da eine Runde paddeln. Natürlich sollte man die Paddel nicht vergessen.